Willkommen zu unseren Videos zum Thema Paneldaten. Hier geht es nicht nur um Paneldaten, sondern hier geht es auch um wiederholte Querschnitte. Und wir werden zunächst mal uns anschauen, hier in dem ersten Abschnitt, was das überhaupt für Daten sind, ja, was vor allem der Unterschied ist zwischen wiederholten Querschnitten und Paneldaten. Und dann werden wir uns in diesem Video noch kümmern um den zweiten Abschnitt, wo es um die eine Art geht, nämlich um diese wiederholten Querschnitte. Später werden wir uns dann noch alle möglichen grundlegenden Paneldatenverfahren anschauen. Erste Differenzen, feste Effekte, zufällige Effekte, korrelierte zufällige Effekte. Wir werden uns diese ganzen Schätze nochmal vornehmen und die systematisch vergleichen. Sagen was zur Implementierung, gerade in R. Und ganz am Schluss werden wir nochmal das Thema der robusten Standardfehler ansprechen, was auch in der Praxis sehr, sehr wichtig ist. Das Material ist im Woolrich-Lehrbuch in den Abschnitten 13 und 14 und in unserem Lehrbuch zu R genau in den gleichen Abschnitten 13 und 14. Kommen wir also erstmal zu den unterschiedlichen Datentypen, die wir uns hier anschauen. Bisher haben wir uns einfache Querschnittsdaten angeschaut. Das heißt, wir haben tatsächlich behauptet, wir haben eine Zufallsstichprobe von zum Beispiel Menschen. Die meiste Zeit können auch Unternehmen sein oder Länder oder Bundesländer oder irgendwas in der Art. Und eine wichtige technische Eigenschaft von solchen Querschnittsdaten ist, dass man plausiblerweise sich vorstellen kann, dass die einzelnen Beobachtungseinheiten unabhängig voneinander sind. Dass wir wirklich eine Zufallsstichprobe haben in dem Sinne. Um reine Zeitreihendaten geht es hier nicht. Reine Zeitreihendaten, da haben wir sowas wie das Sozialprodukt und gucken uns an, wie sich das über die Zeit verändert oder Aktienkurse oder sowas. Hier in diesem Kapitel geht es um diese beiden Arten von Daten. Einerseits wiederholte Querschnitte, andererseits Paneldaten. Was sind wiederholte Querschnitte? Wiederholte Querschnitte sind Datensätze, wo wir Leute zum Beispiel fragen. Ja, wir machen eine Umfrage unter Leuten und machen das an unterschiedlichen Zeitpunkten. Zum Beispiel jedes Jahr wieder werden Leute gefragt nach bestimmten Themen. Wahlumfragen oder sowas in der Art. Ja. Der Unterschied zu den Paneldaten ist, dass es nicht immer die gleichen Leute sind. Ja, wir haben also wirklich zu unterschiedlichen Zeitpunkten Zufallsstichproben. Bei Paneldaten können wir uns jetzt vorstellen, dass wir einmal eine Zufallsstichprobe ziehen. Ja, nicht jedes Jahr wieder eine neue Zufallsstichprobe, sondern einmal. Und jetzt fragen wir die gleichen Leute, fragen wir wieder und wieder und wieder. Typischerweise bei Länderdaten haben wir ganz oft Paneldaten. Ja. Wir haben Daten über die gleichen Länder immer wieder jedes Jahr neu. Und bei individuellen Daten, wo wir tatsächlich Leute befragen, spielen diese Paneldaten auch eine große Rolle. Da wird viel Zeit und Energie reingesteckt, die gleichen Leute immer und immer wieder zu befragen. Und das aus guten Gründen, wie wir vielleicht noch sehen werden. Typische Beispiele. Hier ist ein Datensatz, den werden wir uns noch anschauen. Ein Beispiel für einen wiederholten Querschnitt. Was sehen wir? Wir sehen, dass wir Beobachtung haben zu zwei verschiedenen Jahren, einmal 1993 und einmal 1995. Okay? Verschiedene Zeitpunkte, unterschiedliche Datensätze. Wir haben in dem Fall Informationen über Häuser, ja? Über verkaufte Häuser. Wir kennen den Preis, für den die Häuser verkauft wurden und wir kennen ein paar andere Informationen, sowas wie die Größe und so weiter. Ja? Also wir haben Informationen über verkaufte Häuser. Der Punkt ist, das werden ja nicht die gleichen Häuser sein. Ja? Wir haben 1993 eine Zufallsstichprobe von 250 Häusern, die verkauft wurden. Und wir haben im Jahr 1995 eine Stichprobe von 270, ja, von Beobachtungsnummern 251 bis 520, von 270 Häusern, die im Jahr 1995 verkauft wurden. Das sind andere Häuser, unterschiedliche Zeitpunkte. Anders dieser Datensatz, das sind jetzt Städte. Okay.
Wir haben wieder unterschiedliche Zeitpunkte, 86, 90, 86, 90, ja, 2 Jahre. Der große, entscheidende, wichtige Unterschied ist, dass wir jetzt zu beiden Zeitpunkten, 86 und 90, Informationen für die gleichen Querschnittseinheiten haben. Ja, für die gleichen Städte ist das in dem Fall. Kleinerer Unterschied ist, dass dieser Datensatz hier zuerst nach Jahr sortiert ist und dieser Datensatz zuerst nach Stadt, aber das spielt de facto keine Rolle. Ja, wie das sortiert ist, ist egal. Das Entscheidende ist, dass wir hier für die gleichen Beobachtungseinheiten 2 Beobachtungen haben, jeweils 1986 und 1990. Das macht diesen Datensatz zu einem echten Panel-Datensatz. So, dann nehmen wir uns mal den einen Datensatztyp vor, nämlich wiederholte Querschnitte. Wenn wir das vergleichen mit reinen Querschnittsdaten, wo wir nicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten messen, dann können wir zusätzliche Analysen machen, die sehr nützlich sind mitunter. Zum Beispiel können wir Veränderungen über die Zeit messen, ja, sowas wie einen Zeittrend. Gibt es eine systematische Veränderung über die Zeit in der abhängigen Variable? Das können wir messen erst in dem Moment, wo wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten Messungen haben. Vielleicht hat sich aber nicht nur das Niveau verändert im Sinne eines Zeittrends, vielleicht hat die ganze Struktur sich verändert. Ja, die ganze Struktur, der ganze Zusammenhang zwischen Y und X. Und das hieße, dass wir jetzt zu jedem Zeitpunkt eigentlich unterschiedliche Modelle haben. Es fiel schon mal der Begriff Chow-Test und der spielt jetzt wieder eine Rolle. Also die Idee ist, wir können in jedem Jahr einzelne Modelle schätzen, was gleichbedeutend ist mit einer vollen Interaktion aller Variablen mit Zeitdummies. Ja? Überlegen Sie nochmal zurück, als wir über Dummy-Variablen geredet haben. Und was wir jetzt machen können in so einem Chow-Test ist, die Nullhypothese zu testen, dass die Interaktionseffekte alle gleich Null sind. Und das ist gleichbedeutend mit, es gibt keine Veränderungen über die Zeit, nicht nur keine Niveauverschiebung, sondern auch eben keine Veränderungen des Zusammenhangs zwischen X und Y. Und was wir jetzt gleich noch ein bisschen anschauen werden, was eine wichtige Rolle spielt, sind sogenannte doppelte Differenzenschätzer. Differenzen in Differenzenschätzung. Sowas wird jährlich tausendfach durchgeführt und veröffentlicht. Sehr, sehr wichtiger Ansatz, um Politikmaßnahmen zu evaluieren. Worum geht's? Wir sind interessiert an einem kausalen Effekt von irgendeiner Maßnahme, von irgendeiner Veränderung, die stattgefunden hat. Ja, das kann etwas sein, was tatsächlich die Politik, ein Gesetz geändert hat, kann aber auch irgendwas anderes sein. Es gab irgendeine Veränderung, irgendwas, was wir Politikintervention nennen, ja, oder allgemeiner auch Treatment, also Behandlung. Und uns interessiert, wie diese Intervention jetzt sich ausgewirkt hat auf unsere abhängige Variable y. Okay, was ist die Situation? Wir haben wiederholte Querschnittsdaten. Wir haben darunter einige Beobachtungseinheiten, die tatsächlich von der Veränderung, von der Intervention betroffen sind. Okay? Die nennen wir Behandlungsgruppe oder Treatment Group. Ja? Die bekommen eine Dummy-Variable dt gleich 1. Es gibt aber auch andere Beobachtungseinheiten in unserem Datensatz, die nicht von dieser Intervention betroffen sind. Sonst können wir nicht solche doppelten Differenzenschätzer anwenden. Das heißt, wir brauchen also auch Beobachtungseinheiten, die nicht betroffen sind. Okay? Das ist dann unsere Kontrollgruppe und die hat für unsere Dummy-Variable hier den Wert 0. Außerdem haben wir für beide Gruppen, das ist auch wichtig, Daten sowohl vor der Intervention als auch nach der Intervention. Ja? Wir haben eine weitere Dummy-Variable, die nennen wir D2, also eine Dummy-Variable für quasi Zeitpunkt 2 nach der Intervention. Wir haben also für sowohl die Behandlungs- als auch für die Kontrollgruppe
Beobachtungen davor und danach. Ja? Hier kommt jetzt also dieses Wiederholte ins Spiel von den wiederholten Querschnitten. Wir haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten diese Beobachtungen. Das müssen nicht die gleichen sein, es müssen keine Paneldaten sein. Ja, wir können zu beiden Zeitpunkten können wir unabhängige Stichproben haben, aber wir brauchen es halt vorher und nachher. Okay? Vor der Intervention Dummy-Variable gleich 0, nach der Intervention Dummy-Variable gleich 1. Ein ganz klassisches Beispiel. Wir sind daran interessiert, was der Bau einer Müllverbrennungsanlage mit den Werten von Häusern macht, die in der Nähe stehen. Ja? Garbage Incinerator heißt Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage. Kann kein Mensch lesen, aber hier steht es, Müllverbrennungsanlage. Das ist also ein echter Datensatz, echte Anwendung, die gerne in der Lehre verwendet wird. Wir sind in einem Kaff in Massachusetts im Jahr 1981. Da wurde eine neue Müllverbrennungsanlage gebaut. Und die Frage ist jetzt, eben die Häuser, die um die Müllverbrennungsanlage drumherum sind, die verlieren möglicherweise an Wert, weil es eben doch nicht so toll ist, im Vorgarten so eine Müllverbrennungsanlage zu haben. Okay? Wir haben jetzt hier Daten über Häuser, die gehandelt wurden, die gekauft wurden. Und zwar gibt es da einerseits Häuser, die betroffen sind. Ja, das ist nicht so ganz klar und eindeutig. Aber was wir jetzt der Einfachheit halber machen, ist, wir sagen, wenn man im näheren Umkreis dieser Müllverbrennungsanlage ein Haus hat, dann ist man betroffen. Näherer Umkreis definieren wir hier einfach mal als ein Umkreis von 3 Meilen. Das kann man ein bisschen, damit kann man rumspielen, dann kann man Experimente machen. Das wurde in der Originalstudie auch intensiv gemacht. Wir machen uns erstmal einfach und sagen, näher als 3 Meilen, dieses Haus ist betroffen. Weiter weg als 3 Meilen, dieses Haus ist nicht betroffen. Okay? Also, Behandlungsgruppe. Near Inc., also in der Nähe des Incinerators, ist unsere Dummy-Variable für die Behandlungsgruppe. Kontrollgruppe hat eben hier eine 0 stehen. Wir haben jetzt Daten, bevor diese Intervention stattfand, nämlich aus dem Jahr 1978. Ja, das ist unsere Beobachtung vor der Behandlung. 1978, da gab es noch nicht mal Gespräche, da gab es noch überhaupt niemanden, der darüber nachgedacht hat, jedenfalls nicht öffentlich, da eine Müllverbrennungsanlage zu bauen. Das heißt, da wusste es noch keiner. Okay? Und im Jahr 1981, da wurde angefangen, diese Müllverbrennungsanlage zu bauen. Das interpretieren wir jetzt also, okay, jetzt steht das Ding da oder wird jedenfalls gerade gebaut. Und die Frage ist, was macht das mit den Hauswerten? Ja. KielMC, das ist der Name von dem Datensatz. Was können wir jetzt damit machen? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Wir könnten einfach sagen, okay, wir brauchen eigentlich gar nicht die Daten. Bevor die Müllverbrennungsanlage angefangen wurde zu bauen, die sagen uns nichts. Wir gucken uns einfach an, nachdem die Müllverbrennungsanlage gebaut wurde, wir gucken uns also nur die eine Hälfte des Datensatzes an oder einen Teil des Datensatzes und vergleichen jetzt den Wert der Häuser, die in der Nähe der Müllverbrennungsanlage stehen, mit dem Wert von den Häusern weiter weg. Okay, das ist also eine einfache Differenz, die wir uns anschauen. Erinnern Sie sich, wenn wir einfach eine abhängige Variable, Hauswert in dem Fall, regressieren auf eine Dummy-Variable, dann ist der Schätzer für Beta 1 nichts anderes als die Differenz zwischen den Mittelwerten in diesen beiden Gruppen. Ja? Beta 0 ist, wenn die Dummy-Variable gleich 0 ist, der Erwartungswert oder der Mittelwert in das geschätzte Beta 0 ist der Mittelwert in der Stichprobe. Dummy-Variable gleich 0.
Dann bleibt nur noch das Beta 0 plus Fehlerterm übrig. Also ist Beta 0 dann Mittelwert für Dummy-Variable gleich 0, das heißt für die Kontrollgruppe. Und Beta 1 Dach ist der Unterschied in den Mittelwerten zwischen Kontrollgruppe und Behandlungsgruppe. Okay. Also, wir vergessen alles, was vorher war. Wir gucken uns die Daten nachher an und vergleichen Häuser in der Nähe der Müllverbrennungsanlage mit denen, die weiter weg sind. Funktioniert das? Schwierig. Könnte ein Problem sein, wenn die Gegend, wo die Müllverbrennungsanlage gebaut wurde, vielleicht sowieso schon nicht die tollste Gegend ist. Stellen wir uns vor, das ist diese Stadt, North Andover. Und stellen wir uns vor, es gibt eine wunderschöne Ecke von der Stadt. Zum Beispiel gibt es hier eine Küste. Ja, und hier schön mit Palmen und so. Und hier sind dann ganz tolle Villen. Ja, ganz toll, ganz tolle Häuser. Und die andere Ecke, die ist sowieso nicht so toll. Da sind lauter Fabriken schon. Ja, das ist mehr Industriegebiet. Jetzt gibt es also eine schöne, noble Ecke und eine nicht so tolle Ecke, mehr Industriegebiet. Und das ist ja nicht ganz unplausibel, dass wenn man jetzt sich überlegt, in dieser Stadt irgendwo eine Müllverbrennungsanlage zu machen, dass man die nicht direkt an den Strand setzt, der dort nicht existiert, aber ist egal, in die schöne, noble Ecke setzt, sondern dass man die eher in Richtung Industriegebiet setzt. Ja. Wenn man jetzt einfach vergleicht, die Hauswerte, also wir sagen dann, okay, hier ist die Müllverbrennungsanlage, betroffene Häuser sind in einem 3-Meilen-Umkreis. Wenn wir jetzt einfach hingehen und nach dem Anfang des Baus gucken, wie sind die im Vergleich, die Werte, dann wird das auf jeden Fall so sein, dass die Häuser, die weiter weg sind, möglicherweise teurer sind, aber nicht deswegen, weil wir die Müllverbrennungsanlage gebaut haben, sondern deswegen, weil die sowieso schon vorher nobler waren, schöner waren. Ja. Also vielleicht keine gute Idee, die Zeit davor zu ignorieren. Was wir stattdessen machen könnten, ist doch vielleicht uns nur die betroffenen Gegenden anzugucken. Ja, wir gucken uns nur diesen 3-Meilen-Radius an und vergleichen jetzt, was über die Zeit passiert ist. Das wäre dieser naive Ansatz 2. Wir regressieren einfach nur auf die Dummy-Variable D2 und was wir dann bekommen, ist einfach den durchschnittlichen Unterschied der Preise innerhalb dieser betroffenen Gegend zum Zeitpunkt 1 versus Zeitpunkt 2. Ja. Ist das eine gute Idee? Ja, wir kriegen auf jeden Fall den Effekt raus, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, Häuser in Industriegebieten mit Häusern am Strand. Allerdings könnte es ja so sein, dass sich über die Zeit was verändert hat. Ja, es gibt Konjunkturschwankungen, es gibt irgendwelche Bankenkrisen, es gibt alle möglichen anderen Gründe, warum sich Hauswerte verändern. Es könnte also durchaus sein, dass wenn wir einfach nur über die Zeit vergleichen, wie das hier in dem Ansatz 2 vorgeschlagen ist, dass wir dann auch einen Fehler machen. Was machen wir also? Eine doppelte Differenz. Ja, das ist der Differenzen in Differenzenschätzer und der versucht jetzt eben alle Probleme zu beseitigen, die wir so angesprochen haben. Wie funktioniert's? Wir regressieren sowohl auf die Dummy-Variable vorher versus nachher, als auch auf die Dummy-Variable Behandlungsgruppe versus Kontrollgruppe und das Entscheidende, wir regressieren auch auf den Interaktionseffekt zwischen der Dummy-Variable nachher und der Behandlungsgruppe. Und was bekommen wir dann? Das ist ganz nützlich, sich solche doppelten Differenzenschätzer sich mal in so einer Tabelle anzuschauen, wie die Tabelle hier unten. Was machen wir da? Wir machen eine Tabelle mit allen möglichen Kombinationen aus Kontrollgruppe, Behandlungsgruppe, vorher, nachher. Ja. Und gucken dann jeweils, was wir da für Parameter drin haben. Also wir setzen alle Dummy-Variablen mal auf 0 und auf 1 in allen Kombinationen und gucken dann mal, was in dem Modell übrig bleibt. Ja, wenn wir uns vor der Behandlung, vor der Intervention die Daten anschauen, dann ist D2 gleich 0.
Danach ist D2 gleich 1. In der Kontrollgruppe ist dt gleich 0 und in der Behandlungsgruppe ist dt gleich 1. So, jetzt gucken wir mal hier links oben. D2 gleich 0, dt gleich 0 und in dieser Gleichung steht dann noch y ist Beta 0 plus 0 plus 0 plus 0 mal 0 plus u. Ja, das heißt also, im Erwartungswert bleibt dann nur das Beta 0 drin stehen. Sagt andersrum wieder, was sagt uns Beta 0? Beta 0 ist der geschätzte Wert. Ja, das geschätzte Beta 0 ist der Mittelwert innerhalb der Kontrollgruppe, bevor wir die Behandlung gekriegt haben oder bevor diese Müllverbrennungsanlage gebaut wurde. Und so können Sie jetzt durchgehen. Ja? Wenn Sie Kontrollgruppe danach, dann haben Sie Beta 0 plus Delta 0. Beta 0 plus Delta 0, weil D2 jetzt gleich 1 ist, aber dt ist gleich 0 und 1 mal 0 ist auch 0, das ist auch gleich 0. Ja, jetzt füllen Sie also diese vier Felder auf und bilden dann Differenzen. Nachher minus vorher, nehmen Sie also Beta 0 plus Delta 0 minus Beta 0, übrig bleibt Delta 0. Was misst also Delta 0? Delta 0 misst für die Kontrollgruppe die Veränderung über die Zeit. Okay? Andersrum, wenn Sie hier die Differenzen innerhalb der Zeile bilden, dann kommen Sie auf Beta 1. Was misst also Beta 1? Beta 1 misst die Unterschiede vor dem Bau. Ja, wir sind jetzt also in der Before-Spalte und die Differenz zwischen Behandlungsgruppe und Kontrollgruppe ist Beta 1. Okay? Die Unterschiede zwischen Kontroll- und Behandlungsgruppe danach ist Beta 1 plus Delta 1, beziehungsweise in der Behandlungsgruppe, die Veränderung über die Zeit ist Delta 0 plus Delta 1. Und worauf wir dann eben besonders achten, ist dieses Endergebnis, dieses Delta 1, das ist gerade der Koeffizient dieses Interaktionstermes hier, denn der ist jetzt unser Schätzer für den kausalen Effekt. Was ist daran jetzt so charmant im Vergleich zu diesen, was wir genannt haben, naiven Ansätzen? Gut, gehen wir nochmal zurück. Wir haben in dem ersten naiven Ansatz gesagt, ein Problem ist doch, wenn wir jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wir Häuser vergleichen, die weiter weg sind, mit Häusern, die näher dran sind, wenn die vorher auch schon unterschiedlich waren, dann haben wir doch ein Problem. Okay, was machen wir hier in diesem doppelten Differenzenschätzer? Wir ziehen ja diesen Vorher-Effekt, diese Vorher-Differenz, ziehen wir von der Nachher-Differenz ab. Das heißt, wir gucken jetzt nicht nur auf die Nachher-Differenz, das wäre das hier, das wäre der erste naive Ansatz, nur diese Kombination hier anzuschauen. Das tun wir nicht, sondern wir ziehen davon ab, die Differenz, die schon da war vorher. Okay. Andersrum. Der naive Ansatz 2 sagt, wir gucken uns innerhalb der Behandlungsgruppe an, wie die Veränderungen über die Zeit waren. Das Problem war, vielleicht gibt es ja noch andere Gründe, warum sich was verändert haben könnte. Ja. Das heißt, der naive Ansatz Nummer 2 wäre, für die Behandlungsgruppe nur diese eine Differenz anzuschauen. Der doppelte Differenzenschätzer zieht davon jetzt aber ab, was war denn in der Kontrollgruppe los? Wenn es jetzt also Veränderungen über die Zeit gab, dann müssten die doch eigentlich, hoffentlich, die Kontrollgruppe genauso getroffen haben. Ja, also wenn es jetzt irgendwelche Konjunkturschwankungen sind oder sowas, dann ist das durchaus plausibel. Wir ziehen jetzt die Effekte, die in der Kontrollgruppe sind, ziehen wir ab von dieser Behandlungsgruppe und kommen dann so auf den doppelten Differenzenschätzer, der unter diesen beiden Problemen dieser naiven Ansätze eben nicht leidet. Also ich schreibe es nochmal drauf. Diese eine Einfachdifferenz war naiv 1. Diese einfache Differenz war naiv 2. Und der doppelte Differenzenschätzer, Difference in Differences, ist eben diese doppelte Differenz oder in Regressionsansätzen der Koeffizient vor diesem Interaktionseffekt.
Machen wir es mal konkret für unser Beispiel hier. Datensatz, habe ich schon gesagt, KeelMC. Wir haben eine Dummy-Variable NearInc und die entspricht eben unserer Dummy-Variable für die Behandlungsgruppe DT, so hatten wir die genannt. Ja. Wenn wir das für das Jahr 1978 machen, kriegen wir einen Wert von minus 18.824. Okay. Das heißt, dass im Jahr 1978, also vor der Intervention, dass da die Häuser, die in der Nähe waren, schon um 18.000 Dollar günstiger waren als die Häuser, die weiter weg waren. Okay. Im Jahr 1981 gibt es immer noch eine Differenz, die ist aber größer geworden. Die ist jetzt über 30.000 Dollar. Also, nach dem Bau der Müllverbrennungsanlage oder nach dem Beginn des Baus zumindest, ist die Differenz hier gewachsen. Die waren zwar schon vorher günstiger, aber der Unterschied ist jetzt noch viel deutlicher. Interpretation ist eben, dass die Differenz in diesen beiden Differenzen hier möglicherweise unseren tatsächlichen Effekt misst. Mal gucken. Wir machen die Regression auf die Preise als abhängige Variable. Und jetzt machen wir komplette Interaktionen. Das heißt, das ist jetzt unsere komplette Regression. Ich gehe mal zurück. Diese hier, komplette Regression um den doppelten Differenzenschätzer auszurechnen. Was bekommen wir? Wir bekommen also ein Beta-0-Dach von 82.517. Das ist also der mittlere Wert in der Kontrollgruppe vor der Intervention, Beta-0-Dach, links oben in der Tabelle. Dann bekommen wir einen Near-Ink-Koeffizienten. Near-Ink war Treatment-Variable, das heißt, das ist Beta-1-Dach. Ups, Entschuldigung, Beta-1-Dach ist minus 18.824 und wir haben für die Jahresdummy-Variable, das hatten wir Delta 0 genannt, Delta 0 Dach ist 1897 und der Interaktionseffekt jetzt hier ist minus 11.863. Der Interaktionseffekt, der Koeffizient davon, den hatten wir Delta 1 genannt. Delta 1 Dach ist dieses Ding hier und das ist eben nach unserer Interpretation der tatsächliche kausale Effekt, der verursacht wurde durch den Bau der Müllverbrennungsanlage. Sie sehen, Sie blicken da drauf auf die Zahl und das, was Sie als nächstes tun, ist immer sofort auf den T-Wert zu schauen oder auf den P-Wert oder auf die Sternchen und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, kein signifikanter Effekt. Also in dieser Regression kommt zumindest nichts raus, was jetzt sagen würde, okay, es ist ganz eindeutig statistisch abgesichert, dass diese Müllverbrennungsanlage den Leuten in der Nähe wehgetan hat. Ja. Der Punktschätzer ist zwar deutlich negativ, aber es ist vielleicht ein bisschen zu ungenau gemessen so und wir können es nicht genau sagen. Wir können nicht statistisch ausschließen, dass der wahre Effekt vielleicht null ist. Was machen wir? Wir machen nochmal die gleiche Schätzung, speichern die unter einem Namen DID ab. Wir machen noch eine weitere Schätzung und in dieser weiteren Schätzung nehmen wir weitere Variablen auf. Was nehmen wir auf? Wir nehmen auf NearInc mal 81. So, was wir neu mit aufnehmen, ist das Alter des Hauses in der quadratischen Spezifikation. Inst ist die Entfernung, glaube ich, zur nächsten Autobahn, zur Interstate. Und Land, Area, Rooms, Baths, das misst alles in der einen oder anderen Form die Größe des Hauses. Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch weitere Kontrollvariablen aufgenommen und die Hoffnung ist, dass wir vielleicht ein bisschen was Genaueres bekommen. Wir sehen zum Beispiel, dass der Koeffizient von NearInc verschwindet. Also einfach dadurch, dass wir Alter und Ausstattung und diese Sachen dafür kontrollieren, sehen wir, dass es vor dem Bau
der Müllverbrennungsanlage keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen den Häusern. Ja. Y81 ist der Effekt ein bisschen zurückgegangen. Jetzt haben wir hier die ganzen Koeffizienten von den anderen Variablen, Alter, quadrierten Alter und so weiter und so fort, können wir alle interpretieren. Ja, je größer, desto besser tendenziell. Wenn wir nah an der Autobahn sind, ist das tendenziell auch gut. Größer, besser, mehr Bäder, besser und so weiter und so fort. Was uns eigentlich interessiert, ist ja dieser Interaktionseffekt. Dieser Interaktionseffekt ist jetzt größer geschätzt als vorher. Achso, Entschuldigung. Wir hatten vorher in Levels und jetzt haben wir in Logs geschätzt. Wenn wir einfach nur ohne die Kontrollvariablen arbeiten, haben wir einen Wertverlust der Häuser um ungefähr 6,3%. Erinnern Sie sich wieder an diese logarithmische Spezifikation. Also ungefähr 6,3% Wertverlust durch den Bau der Müllverbrennungsanlage. Jetzt schätzen wir hier einen Wertverlust von 13,2%, deutlich höher, wenn wir für die ganzen anderen Sachen kontrollieren. Plus, das ist jetzt statistisch signifikant geworden. Ja. Zwei Sternchen heißt also zum 5% Signifikanzniveau signifikant geworden. Also wiederholte Querschnitte erlauben es uns, solche doppelten Differenzenschätze anzuwenden, die unter Umständen uns das erlauben, tatsächliche kausale Effekte von solchen Interventionen zu messen und statistisch zu testen und dabei zu berücksichtigen, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen betroffenen und nicht betroffenen Beobachtungseinheiten schon vor der Intervention und dass es vielleicht über die Zeit Veränderungen gibt, die wir jetzt so damit auch abfangen können.